Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich, ja, am Beginn der Karwoche. Also ist heute der Palmsonntag und wir bereiten jetzt einfach die Sendung vor. Und zwar mit einer ganz tollen Pfarrerin, Frau Pfarrerin Wilhelm. Wir haben uns mal kennengelernt hier in der wunderschönen Akademie, in der Evangelischen Akademie. Sie sind die Pfarrerin von der Kirche, Kirchengemeinde in Tutzing. Was erwartet uns denn heute bei dem Gottesdienst, wo wir mit München TV live dabei sind? Naja, Palmsonntag heißt, Jesus kommt nach Jerusalem und die Menschen empfangen ihn begeistert. Und das werden wir heute im Gottesdienst thematisieren. Er kommt ja nicht gerade so was Schönem nach Jerusalem. Ja. Wir wissen ja, er stirbt dort und es ist ein schwerer Weg, den er da vor sich hat. Und trotzdem geht es an diesem Sonntag auch um die Freude, mit der man Christus empfängt. Und das ist was, was ja auch sehr aktuell ist heute. Wenn man mal so schaut, der Frühling beginnt. Ja, also wenn man mal hier in den Garten schaut, in den wunderbaren Garten. Was sagt denn da die evangelische Kirche zum Jahresbeginn? Was haben Sie denn da für Themen? Also nicht nur das Thema jetzt Karwoche, sondern was sagt die Kirche dazu? Ja, mein Frühling ist natürlich die Zeit, wo die Natur wieder aufbricht, wo die Natur wieder erwacht. Jeder freut sich am Vogelgezwitscher und an den wunderbaren Blumen, die wieder rauskommen. Und wenn die Buchen ihr erstes zartes Grün entwickeln, das ist ja eine Augenweide. Und da ist uns das Thema Schöpfung auch ganz nah. Mhm. Dieses Neuwerden der Natur nach dem Winter. Ich meine, heuer war da nicht so krawattisch der Winter, aber es ist trotzdem jedes Jahr wieder ein Wunder, wenn man die Natur so erlebt. Und da sind wir schon auch an diesen Themen nah dran, sich wieder bewusst werden, dass die Natur, die Erde, ein großes Geschenk von Gott ist. Frau Pfarrerin, heute ist ja ein Familiengottesdienst, also da sind natürlich auch die Kinder dabei, ja. Und natürlich Musik. Wie planen Sie denn immer so einen Gottesdienst? Das ist ja heute fast ja ein da braucht man ja eine Regie dazu. Ja. Unser Familiengottesdienst, der wird immer in einem Team geplant. Da denkt sich nicht die Pfarrerin allein irgendwas aus. Klar gibt es die Themen, so wie heute, die durchs Kirchenjahr vorgegeben sind. Aber wir setzen uns dann immer zusammen, ein Team von engagierten Menschen, die auch ein bisschen Ahnung haben von Theaterdingen und sowas. Und dann wird das geplant. Und in diesem Fall haben wir jetzt, Sie werden es merken, nachher alle möglichen bunten Mitwirkenden. Mhm. Wir haben versucht, auch ein bisschen historisch zu schauen, was war denn damals in Jerusalem los. Und mit der Musik haben Sie gefragt, ich freue mich heute besonders, dass wir einen ganz besonderen Organisten haben. Er ist einer der besten Orgelspieler, die wir in der Gemeinde haben. Und der ist erst 8 Jahre alt. Ach, nein, halt 9 ist er klein. Also er ist ein ganz kleiner und es ist wunderbar. Der ist der Sohn einer Kirchenmusikerin und spielt fantastisch. Wunderbar. Wie schaut es denn so generell aus in der evangelischen Kirche? Wo sind denn da die Sorgen? Wo ist der Aufbruch? Spüren Sie da was? Ja, das ist manchmal so eine Sache. Meines Erachtens kreisen wir viel zu sehr ums Geld in der Regel. Ja. Es ist die ganze Zeit von Finanzskandalen die Rede und von den sinkenden Mitgliederzahlen und deshalb weniger Kirchensteuereinnahmen und von Stellenplänen und so weiter. Ich kriege das unmittelbar mit, weil ich auch Mitglied der Landessynode bin und da als solche Einblick habe in die Steuerung in unserer Kirche. Ich denke trotzdem, dass wir manchmal zu sehr in Strukturen verhaftet sind und zu viel über das Geld reden und zu viel über diese ganzen Stellengeschichten und zu wenig unsere Botschaft im Auge haben. Und ich denke, da ist ein Aufbruch nötig. Unser Landesbischof hat es jetzt in Bayreuth auf der ersten Synode dieser neuen Legislaturperiode auch gesagt. Er hat gesagt, wir brauchen einen geistlichen Aufbruch wieder. Mhm. Wir müssen uns auf das besinnen, was wirklich dran ist. Und da unterstütze ich ihn vollkommen. Ohne das Zentrum unserer Botschaft können wir nur so viel über Strukturen oder über Geld reden, dann wird das nichts mit der Kirche. Und es sind ja sehr viele Menschen, die suchen ja die Kirche förmlich wieder. Und darum braucht es eben auch solche Pfarrerinnen und Pfarrer natürlich, die auch wieder den Menschen erwischen, auch in der Predigt, dass man auch Themen mal anspricht. Also die Welt wird immer schneller, also sich auch entschleunigen. Und ich meine, viele Menschen kommen ja in die Kirche, um etwas mitzunehmen. Ja, die wollen Kraft tanken für die ganze Woche. Man will in die Kirche, weil man ein Stück Distanz braucht zu seinem sonstigen hektischen Alltag und auch einmal sein Leben anschauen will. Und wenn man dann
dort das Gefühl hat, ich werde gestärkt, die haben eine Botschaft, die mich trifft, die mich anspricht, dann geht man gerne wieder weg und kommt auch gerne wieder. Das ist dann das Schöne. Sie waren ja auch sehr lange, waren Sie ja auch Rundfunkpredigerin. Was haben Sie denn da für Themen gehabt? Haben sich die Themen jetzt verändert oder sind es immer die gleichen Themen? Weil die Menschen brauchen Mut, die Menschen brauchen also mehr Wahrheit, mehr Tiefe, ja. Liebe ist ein Riesenthema. Wie waren denn damals die Themen und wie würden Sie heute wieder... Wissen Sie, ich denke, die Grundthemen des Lebens, die sind meistens gleich. Die waren schon zur Zeit Jesu dieselben. Die Frage nach dem Sinn des Lebens, die Frage nach dem Glück, die Frage nach dem Tod, die Frage nach, ob es danach weitergeht. Also das sind alles Fragen, die Menschen seit Urzeiten beschäftigen. Aber die Zugangsweisen sind natürlich anders. Wir sind ja heute viel digitaler, wir haben Computer alle zur Verfügung und Smartphones und. Und da müssen wir uns als Kirche auch damit auseinandersetzen und öffnen. Sie werden nachher merken, ich lasse zur Begrüßung in dem Gottesdienst später mein Handy klingeln. Und das ist natürlich ein No-Go in der Kirche, ein Handy. Und dann klingelt das von der Pfarrerin. Also das haben wir uns so als Gag ausgedacht. Das ist zum Beispiel sowas, das hätten wir vor 20 Jahren natürlich noch nicht gemacht. Also da ändert sich die Art der Verkündigung schon. Aber die Inhalte sind nun mal unsere christlichen. Sie haben ja den Beruf der Pfarrerin bewusst gewählt. Was geht da in einem vor, wenn man sagt, ich möchte einfach Pfarrerin werden? Wie war das damals bei Ihnen? Wissen Sie, ich habe immer gewusst, ich will einen Beruf mit Menschen, weil ich Menschen für das Spannendste finde, was es überhaupt gibt auf der Welt. Und ich habe dann zwischen drei Richtungen geschwankt. Ich wollte einmal Ärztin werden und Medizin studieren, dann hätte mich Psychologie auch interessiert, da habe ich sogar schon einen Studienplatz gehabt. Und mein Gemeindepfarrer damals, wo ich Jugendarbeit gemacht habe, der hat gesagt, du wärst eine gute Pfarrerin, du wärst für den Beruf richtig. Dann habe ich gedacht, so ein Schmarrn, ich habe doch keine alten Sprachen gelernt. Ich war auf einem sozialwissenschaftlichen Gymnasium und habe Französisch und Englisch gelernt, aber kein Latein und kein Griechisch. Und dann musste ich die schwere Ochsentour durch die drei alten Sprachen erst einmal durchmachen. Wir müssen ja, um die biblischen Sprachen zu verstehen, auch Hebräisch und Griechisch lernen. Und das war natürlich schon anstrengend, gell? Aber ich habe es nie bereut. Ich finde, das ist der tollste Beruf auf der ganzen Welt und ich mache ihn von Tag zu Tag sehr gerne. Wie schaut denn so der Beruf jetzt der Pfarrerin aus, an Ihrem Beispiel? Wie schaut das aus? Also fangen wir mal an. Also Montag. Sagen wir mal so, es ist natürlich, es gibt feste Strukturen. Wir haben am Montag unsere Pfarrkonferenzen einmal im Monat und ich habe am Dienstag und am Freitag meinen Religionsunterricht zu machen. Aber ansonsten ist ein Tag nicht von sich aus strukturiert, sondern man schaut, was kommt. Freilich, man muss Ansprachen vorbereiten, man muss Gottesdienste vorbereiten, Traugespräche führen, Taufgespräche führen oder sowas. Aber ob ein Anruf kommt von der Intensivstation, da liegt jemand im Sterben, komm es bitte. Oder eine Beerdigung, das kann man nicht planen. Also man muss sich immer auch Freiräume halten für Unvorhergesehenes. Und das ist aber auch das Tolle. Wissen Sie, wenn man heute einen Termin will bei einem Psychologen, dann muss man sich in der Regel 6 Wochen vorher anmelden und dann muss man einen Haufen Geld zahlen. Und bei mir ist halt möglich, dass die Leute an der Tür klingeln und sagen, Frau Pfarrerin, haben Sie Zeit, können wir uns mal unterhalten. Und dann nehme ich mir die Zeit, wenn es irgendwie möglich ist. Und dieses spontane auch Dasein für Menschen, auch im Pfarrhaus wohnen, neben der Kirche und ansprechbar sein, das ist mir schon wichtig. Also es ist im Grunde kein 8-5-Uhr-Job. Nein, ganz sicher nicht. Also wenn ich die Stunden alle zählen würde, da war das wahrscheinlich, sagen wir mal, gewerkschaftlich gedacht, Ausbeutung. Aber wenn man es mit dem Herzen macht und einen Beruf als bereichernd empfindet, dann rechnet man nicht die Stunden, dann rechnet man die Erlebnisse. Und man hat selber so viel davon. Ich kriege von Menschen so viel geschenkt und so viel Einblick in hochinteressante Biografien. Das lässt sich nicht in Stunden und auch nicht in Geld rechnen. Das ist ein Schatz fürs Leben. Wieso sind die Kirchen so an Weihnachten oder an Ostern, da sind sie besonders voll? Ja. Was passiert da dazwischen? Wieso kann man also einfach nicht mehr Leute in die Kirche locken? An was glauben Sie, liegt es, dass die Menschen nicht mehr so gerne kommen? Also da schaue ich erst einmal auf mich selber. Wissen Sie, ich bin eine leidenschaftliche Bergsteigerin. Ich weiß, was das bedeutet, einen freien Tag in die Berg haben und wie schön das sein kann, am Wochenende auch mit der Familie einmal wegfahren und das genießen, wenn alle frei haben und dann im Gebirge unterwegs sein. Und wenn mir Leute sagen, da fühle ich mich meinem Gott näher, dann kann ich das bis zu einem gewissen Grad durchaus auch verstehen. Ich habe selber auch Sonntage, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht dran bin, wo ich dann einmal lieber in der Natur unterwegs bin. Ich will da nicht jammern. Aber ich denke, wir müssen anbieten, immer wieder einladend sein, wer gerne das möchte am Sonntag, innehalten und einen Abstand kriegen zum eigenen Leben und die Botschaft Gottes hören, der soll willkommen sein, auch wenn er jetzt nicht ein Insider der Gemeinde ist oder sich total gut auskennt mit der Liturgie oder manche Leute denken ja dann, wann muss ich denn da aufstehen oder wann muss ich mich hinsetzen, da bin ich so unsicher. Das sollte alles kein Problem sein. Wir müssen eine einladende und offene Kirche sein. Und ich muss ehrlich sagen, bei uns in Tutzing, da habe ich auch kein Problem mit dem Gottesdienstbesuch. Also das gibt es einmal irgendwann in die Ferien oder was, das weniger voll ist. Aber
wir sind in der Regel schon gut besucht. Mhm. Und das ist schön, wenn eine aktive Gemeinde dann auch dahinter steht. Mhm. Also die Jammerei und das Lamoyante, das liegt mir gar nicht. Ich will es lieber so einladend wie möglich machen. Ja. Aber Sie haben natürlich recht, wenn man in die Innenstadt schaut oder so, da ist manchmal schon elend, wenn dann bloß noch 20 Leute in der Kirche sind und man denkt sich, ja, woran liegt es denn? Mhm. Vielleicht muss man mehr Wert auch auf die schöne Musik legen, das ist ja auch wichtig, weil die Leute werden ja nicht nur durch unsere intelligenten Predigtgedanken angesprochen, sondern auch durch die Musik und die Atmosphäre. Meine Frau hat ja kürzlich, sie ist ja die Botschafterin des Bayerischen Staatsballetts und die hat jetzt eine Ballettmesse mal gemacht. Ach. Und das kam also super an, also dass da wirklich Tänzer waren und haben eben dann nach gewissen Musiken getanzt. Ja, da muss man kreativ werden und sich ein bisschen neue Dinge einfallen lassen. Erzählen Sie mir doch mal ein bisschen was über Ihr Kirchel, über die Kirche in Tutzing, die ja auch ein bisschen, die uns ein bisschen Probleme macht. Braucht. So ist es. Also wir haben diese Kirche, ist 1930 gebaut und ist 1970 renoviert worden. Mhm. Und zwar witzigerweise wegen dieser Akademie. Es waren also damals in den 70er Jahren immer viele Akademiegäste. Mhm. Und der damalige Direktor hat Wert darauf gelegt, dass die am Sonntag alle in die evangelische Kirche gehen. Mhm. Und dann haben die Plätze damals nicht gereicht. Und dann hat man Folgendes gemacht. Man hat die Bänke zusammengeschoben, sodass wir jetzt durchgehende Sitzreihen haben. So wie im Kino sitzt man da, man braucht wahnsinnig lang, bis man rauskommt, bis man reinkommt. Also es ist nicht gerade günstig. Und ich erlebe oft, dass dann Brautpaare kommen, die sagen, Mensch, die Kirche liegt so schön am Starnberger See, da möchten wir gern heiraten. Und dann haben die einmal in unser Kirchenhaus reingeschaut und dann hört man nie wieder was von ihnen. Oder sie wollen in der katholischen Kirche heiraten, weil es keinen Mittelgang hat. Wir wollen halt, wenn ein Brautpaar kommt, durch den Mittelgang einziehen können und so. Dann ist natürlich auch die ganze Lautsprecheranlage, die fehlt, oder wir behelfen uns mit so einem mobilen Teil. Dann haben wir eine vollkommen veraltete, wahnsinnig stromfressende Heizung, die einfach nicht mehr ökologischen Standards von heute genügt. Und insofern ist diese Kirche ganz, ganz dringend sanierungsbedürftig. Und das wollen wir angehen und haben ein schönes Konzept entwickelt mit einem Künstler zusammen, auch begleitet von der Landeskirche. Nur ist halt unser Problem, dass das Geld wieder mal nicht reicht. Und dann gibt es auch die Vorurteile, in der Landeskirche heißt es, ja, Kirche in Tutzing, die ist doch gut gelegen und reiche Leute am Starnberger See, die müssten doch kein Problem haben. Aber dass es dann doch mühsam ist, die Spenden aufzutreiben, das können Sie sich denken. Ich denke, wir finden jemanden, der uns dann einen Altar spendiert oder die schöne Lichtsäule, die da geplant ist. Aber für eine Heizung, da finden es niemals. Und so Handwerker, dass Sie da mal die Handwerker organisieren, dass da könnt ihr euch ja auch mal... Wir gehen es ja erst 2015 an und jetzt ist dann im Herbst der Beginn der Ausschreibungsphase. Klar werden wir dann lokale Firmen ansprechen und die auch bitten, ob sie uns einen Teil auf Spendenquittung machen können. Mhm. Aber ganz umsonst macht das halt auch keiner mehr. Über welches Volumen sprechen Sie da? Also etwa 750.000 Euro wird das kosten, weil alle unsere drei Gebäude, Pfarrhaus, Gemeindehaus und Kirche energetisch saniert werden. Mhm. Und naja, das kostet seinen Preis. Mhm. Also ich denke mal, wenn es der liebe Gott will, dass sowas stattfindet, dann wird irgendwas kommen, das schon geht. Man hört natürlich, dass Sie eine echte Bayerin sind. Und wenn wir jetzt da mal so unseren Starnberger See anschauen, dann können wir schon stolz sein, oder? Ja, das können wir. Das ist schon was Feines. Ich finde das immer so toll. Wissen Sie, der Starnberger See, der ist ja noch ein Überbleibsel der Eiszeit. Das ist ja geologisch hochinteressant, dass der aus dieser Würmeiszeit kommt. Der hat ja früher auch Würmsee geheißen. Mhm. Und ich finde, da ist man auch wieder dieser Urzeit so wahnsinnig nah, wenn man sich das einmal bewusst macht. Das ist toll. Ja. Durch einen Gletscher entstanden vor x Millionen Jahren. Ich bin da immer so nah an der Uhrzeit, wenn ich da bin. Im Sommer schwimme ich jeden Morgen. Und der ist ja schön warm, der See, gell, im Sommer. Da ja, jetzt nicht, jetzt hat er gerade 4 Grad. Aber im Sommer geht er schon mal freilich. Auf 24 Grad oder so. Ja, kann er schon werden, dann wird er fast zu warm. Frau Pfarrerin, Sie haben natürlich auch die Aufgabe, auch Menschen zu beerdigen. Ja, so ist es. Das ist ja auch etwas, was Menschen dann besonders hart trifft, wenn sie vielleicht vorher aus der Kirche ausgetreten sind und man sagt, ja, da gibt es keine kirchliche Bestattung. Ach, wissen Sie, Herr Leschön, ich habe sehr viele Beerdigungen auch schon gemacht von Nichtkirchenmitgliedern. Mhm. Ich mache die Beerdigung für die Menschen, die übrig bleiben. Mhm. Ich würdige den Toten, aber die Beerdigung ist eine seelsorgerliche Angelegenheit an den Menschen, die zurückbleiben. Und wenn da Leute dabei sind, die sagen, mir ist es wichtig, dass kirchlicher Segen da dabei ist oder dass sie in der Kirche die Biografie noch einmal erwähnen, was soll ich denn dann rechnen und sagen, nein, der war nicht in der Kirche, das kommt nicht in Frage. Das mache ich nicht. Ich habe bisher jeden Menschen, wo die Angehörigen das wollten, beerdigt. Klar wird man dann vielleicht um eine Spende bitten oder sagen sie, der hat nie Kirchensteuer bezahlt, meine Arbeitsleistung ist auch was wert. Natürlich. Aber uns da zumachen, weil einer nicht in der Kirche war, das mache ich nicht. Schön. Jetzt, was erwartet uns denn jetzt im Gottesdienst? Wir gehen jetzt dann gleich rüber zu Ihrer Kirche
und drehen da mit. Ja. Was erwartet uns denn? Sagen Sie es uns doch schon. Also wenn Sie reinkommen in die Kirche, werden Sie als erstes einen schönen Palmzweig bekommen. Es ist ja heute Palmsonntag und die Menschen haben damals Jesus mit einem Palmzweig empfangen. Also haben wir in der Gärtnerei Palmenzweige besorgt. Wir haben den Altar besonders schön geschmückt. Und das Motto unseres Gottesdienstes heute ist Hosianna, ein hebräisches Wort. Mhm. Das heißt, hilf uns doch. Mhm. Und dieses hebräische Wort haben wir ganz groß vorne an die Kirchenwand hingehängt mit einem bunten Tuch. Da haben wir eine Frau, die das immer wunderbar gestaltet. Und es wird um das gehen. Ja. Mhm. Einerseits begeistert Christus empfangen und andererseits doch auch immer hilfsbedürftig sein und um Hilfe flehen und wissen, ganz allein kommen wir im Leben nicht zurecht. Mhm. In diesem Hosianna spiegelt sich da viel davon drin. Um das wird es gehen. Aber und sonst lassen Sie sich überraschen. Und der junge Mann mit 9 Jahren, der macht heute die Bedienung. Ja, der macht die Musik. Der ist, wie gesagt, der Sohn einer Kirchenmusikerin. Aha. Und von Babyzeit an sitzt er seiner Mama auf dem Schoß. Er kommt natürlich noch nicht mit seinen kleinen Füßen runter zu den Pedalen. Das wird alles manual gespielt, aber er spielt großartig. Das werden Sie sehen. Und er macht den ganzen Gottesdienst? Ein Stück mache dann ich mit der Gitarre. Ich schreibe auch mal mehr Lieder. Wenn es dann, sagen wir mal, keine gescheiten Lieder gibt in einem Gesangbuch, dann sage ich, ach, jetzt denke ich mir selber eins aus. Dieses Lied, was wir heute singen, habe ich einmal für einen Schulgottesdienst geschrieben. Mhm. Und da werde ich Gitarre spielen und mein Mann begleitet das an der Cajon, dass wir ein bisschen einen Rhythmus drin haben. Sie haben ja, glaube ich, auch eine Band, oder? Ja. Ich mache viel Musik. Für mich ist die Musik neben dem Gebirge auch so eine Kraftquelle. Aha. Und was ist das für eine Band? Was macht ihr da? Wir machen selbstgemachte bayerische Sachen. Also, richtig. Entschuldigung. Ja, nichts passiert. Ich schreibe viele Lieder und die setzen wir musikalisch um. Mein Mann ist dann der es arrangiert und der sich die musikalischen Feinheiten ausdenkt. Aha. Und das macht schon Spaß. Ja, dann sind wir gespannt und dann gehen wir jetzt zur Kirche. Ja, gerne. Wunderbar. So, Frau Pfarrerin, jetzt sind wir in Ihrer wunderschönen Christuskirche. Was passiert denn jetzt mit dieser Kirche? Also gehen wir mal davon aus, dass der liebe Gott das in die Wege leitet. Ja, also ich bin mir sicher, dass viele Menschen auch sagen, nein, also da müssen wir was machen. Ja. Und die Kirche hat recht, da gibt es ja auch wohlhabende Leute. Ja, ja. Und was passiert denn? Also gehen wir mal davon aus, dass die Sanierung startet. Was passiert denn da? Also unser Wichtigstes ist einmal die Heizung. Wenn Sie einmal am Rand da schauen, die hat ja überall dunkle Spuren hinterlassen. Es ist eine veraltete Heizung aus den 70er Jahren drinnen. Es wird elektrisch geheizt. Wir haben riesen Stromrechnungen. Und das ist einfach energetisch überhaupt nicht mehr vertretbar heutzutage. Das heißt, wir wollen die Heizung sanieren. Es soll eine Fußbodenheizung reinkommen. Mhm. Und wenn man dann schon aufmacht, dann wollen wir eben auch diese durchgehenden Kirchenbänke, die sind ja wie im Kino, die wollen wir rausnehmen. Wir möchten einen Mittelgang wieder schaffen. Wir wollen, dass die Leute leichter auch rauskommen. Heutzutage hat man Gottesdienste mit Beteiligung, wo auch Menschen mal vorkommen zum Fürbittengebet oder eine Lesung machen oder sowas. Und diese Kirche ist viel zu frontal orientiert für heutige Bedürfnisse. Ja. Und wir wollen den Altar weiter nach vorne ziehen und dann wird hinten ein Raum entstehen, wo entweder ein großer Chor, ein Orchester oder sowas mal sein kann oder wo man auch im kleinen Raum in der Taufe feiern kann und mit Stühlen rund um den Taufstein sitzt. Also da soll einiges einfach ermöglicht werden. Wichtig ist auch eine Lautsprecheranlage. Mhm. Ich bin jetzt eben als Frau hier seit 8 Jahren in der Gemeinde und Frauenstimmen versteht man vielleicht, wenn man schwerhörig ist, nicht mehr so leicht. Dann gibt es immer die Leute, die sitzen so drin und wir wollen halt eine gescheite Lautsprecheranlage hier einbauen. Die Orgel muss auch saniert werden nach Jahrzehnten. Da ist es dringend dran, die Pfeifen zu reinigen und solche Dinge. Ja. Und das können Sie sich vorstellen, dass all das Geld kostet. Künstlerisch wird die Kirche auch saniert. Also wir sind in der Christuskirche. Christus hat von sich gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und diese Kirche ist so dunkel und lässt so wenig Licht rein, dass man sogar am Sonntagvormittag bei einem Sonnentag noch das Licht anschalten muss. Und das finden wir nicht so gut. Und wir möchten mehr Licht reinlassen. Da soll vorne eine Lichtsäule kommen, die von oben bis unten die Kirche öffnet, wo das Licht von draußen reinfällt. Aber es wird gebrochen durch Elemente, die der Künstler davor schaltet, sodass das Licht gebrochen hereinfällt. Also das ist ein wunderbares, überzeugendes Konzept. Und darauf freuen wir uns, wenn die Kirche dann so ist. Es wird ja jetzt spannend, wenn die Kirche jetzt dann in einer Stunde voll wird. Ja. Ich glaube, die Akustik ist aber schon gut. Also man hört schon. Ja, jetzt, wenn wir so zu zweit uns unterhalten in der Kirche, ist das gar kein Problem. Ja. Sie werden merken, wenn nachher 15 quengende Kinder drin sind, ist das ein bisschen schwieriger. Aber vielleicht sind sie ja heute leise. Ja. Schauen wir da mal. Schön. Da gibt es ja auch
sagen wir mal, diesen Brauch, dass man sagt, wer am ersten aufsteht am Palmsonntag, ist nicht der Palmesel. Ja, ich war heute der Palmesel, ja? Stellen Sie sich sowas vor. Mein Mann ist früher aufgestanden als ich, das habe ich überhaupt noch nie erlebt, aber heute ist passiert. Wissen Sie, woher das kommt, dieser Brauch? Dieser Brauch mit dem Palmesel, mei, das wird irgendein Volkstum sein. Also in der Bibel steht davon nichts, stimmt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber es ist lustig. Ja, und hier haben wir eine der sichersten Banken. Das ist die sicherste Bank der Welt. Die wird heute eröffnet im Anschluss an den Gottesdienst. Ja, ja, man muss sich ja heute zum Fundraising alles Mögliche einfallen lassen. Und eine unserer Kirchenvorsteherinnen ist auf die Idee gekommen und hat gesagt, da machen wir doch eine Kirchenbank. Da ist unten eine Geldkassette verschraubt. Die Menschen können da ihre Spenden einwerfen. Die wird natürlich täglich geleert. Und man kriegt auch eine Spendenquittung, wenn man den Umschlag verwendet. Also da ist an alles gedacht. Das ist wirklich eine super Idee. Eine Bank, die keine Spekulationsgeschäfte betreibt, wo wirklich jeder Euro dann unmittelbar ankommt. Und das werden wir heute eröffnen. Wunderschön, wunderschön. Prima, Sie müssen sich wahrscheinlich jetzt umziehen. Ja. Und dann freuen wir uns auf den Gottesdienst. Aber Sie wissen schon, dass Sie heute mit mir predigen, gell? Okay, da freue ich mich drauf. Wir werden das einfach in einem Gespräch machen. Das machen wir gemeinsam. Da freue ich mich drauf. Und ich freue mich auch drauf. Wunderbar. Sind wir neugierig. Dann bis gleich. Ja. So, jetzt haben wir den Florian hier. Du bist heute der Orgelspieler. Und Palmsonntag ist hier. Wie viele Lieder wirst du spielen? Ich spiele zum Einzug eins, mal ein Zwischenspiel bei der Predigt und eins zum Auszug. Mhm. Und dann noch drei Lieder, die dann auch die Gemeinde mitsingt. Mhm. Dann spielst du wahrscheinlich auch Klavier, oder? Ja. Mhm. Und wie bist du dazu gekommen? Zur Orgel, naja, meine Mama ist eben Organistin und ich habe mir dann auch mal die Orgel angeschaut und das hat mir auch ziemlich Spaß gemacht. Mhm. Und ich habe gehört, du hast schon einen großen Preis gewonnen, oder? Bei welchem? Jugend musiziert? Genau, ich habe jetzt dieses Jahr an Jugend musiziert teilgenommen für Klavier und genau, und da habe ich eben einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb bekommen. Der ist jetzt dann am Montag, morgen geht es dann los. Mhm. Bist du schon nervös? Nein. Machst du ganz cool, oder? Ja, gewöhnt man sich auch dran. Klar. Weil ich mache auch jetzt zum zweiten Mal Jugendmusiziert mit. Mhm. Und hast du schon mal Pläne, was du mal möchtest, mal beruflich Musik machen? Nein, habe ich ehrlich gesagt noch keine Pläne. Da würde ich mir erst überlegen, wenn die Zeit da ist. Wenn es soweit ist. Genau. Du bist 11 Jahre? Ja. Die Frau Pfarrerin hat dich zuerst mit 9 beschrieben. Ja. Aber sie hat sich, glaube ich, schon entschuldigt bei dir, oder? Ja, genau. Das passiert. Was ist denn für dich der liebe Gott? Wie beschreib den mal? Naja, das ist jetzt schwierig. Ich würde mal sagen, so als ein gnädiger Gott, der halt für alle da ist und in der Not hilft. Mhm. Und wenn jemand in Not ist, dass der halt schaut, wie er einem helfen kann. Mhm. Und dass eben, wenn man jetzt eben irgendwas Blödes gemacht hat, dass Gott eben einen überlegen lässt, was man machen soll. Also der auch mal vergibt. Genau. Mhm. Jetzt freuen wir uns auf dich und die Predigt oder beziehungsweise die Messe geht gleich los und dann hören wir dich. Genau. Danke dir. Ja. Seien Sie herzlich willkommen, liebe Gemeinde, liebe kleine, liebe große Leute, heute am Palmsonntag. Das Palmsonntag, es sehen wir. Können Sie mal kurz mal winken? Wunderbar. Jawohl, sehr schön. Wir werden das nachher noch machen. Palmsonntag, der Beginn der Karwoche, zugleich der Beginn eines schweren Weges für Jesus Christus. Und für uns die Frage, wie empfangen wir Christus eigentlich immer wieder in unserer Kirche mit unserem Herzen? Ich möchte herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst, neben allen, die sonst noch mitwirken, Herrn Dr. Erich Leschön, Motivationstrainer aus München. Er ist heute mit einer Kamera hier und wir werden ein paar Bilder aus dem Gottesdienst drehen, weil auch das Fernsehen und Herr Leschön sich interessiert für diese Frage und weil es natürlich um die Frage geht, was ist an Ostern, was ist in der Karwoche eigentlich los? Ostereier. Wer hat denn da sein Handy an? Mein Gott, das bin ja ich selbst. Peinlich. Entschuldigung. Ja, ich bin gerade mitten im Gottesdienst, das ist jetzt ganz schlecht. Was? Er kommt?
Er selbst? Zu uns? Ja, jetzt? In diesem Gott? Echt? Ach du liebe Zeit. Ja, danke, danke für die Nachricht. Vielen Dank. Liebe Gemeinde, er kommt. Da müssen wir uns irgendwie vorbereiten. Gut, dass wir die Palmenzweige schon haben, aber wenn er kommt, dann braucht man einen roten Teppich, oder? Belay, haben wir einen roten Teppich da in der Gemeinde? Was? Liegt schon da? Na sowas. Gut, dass unser Mesner immer alles so schön vorbereitet. Aber wenn er kommt, sonst sind doch auch immer bei großen Ereignissen Fotografen da. Mensch, ist der Peter Peter, du hast doch sonst immer deine Kamera dabei. Gott sei Dank habe ich sie zufällig dabei. Hast sie dabei. Gut, da bin ich aber froh. Ja. Vorbereitet müssen. Aber es reicht noch nicht. Roter Teppich und Kamera alleine. Ich finde, wir brauchen auch noch Musik, eine Fanfare, irgendein Blasinstrument. Mensch, der Walter Kercher ist doch Leiter unseres Posaunenchors. Walter, bist du zufällig da? Oh. Stell dir mal vor, ich krieg gerade einen Anruf. Er kommt. Wir müssen irgendwas spielen, was ihn richtig empfängt. Was unsere Herzen aufmacht, unsere Tür aufmacht. Fällt dir da was ein? Was meinst du? Na komm, du bist doch Leiter des Posaunenchors. Du bist musikalisch. Macht hoch die Tür. Ja, warum nicht? Super Idee. Ist zwar eigentlich ein Adventslied, aber es singt ja genau davon, dass wir ihn hereinlassen sollen, dass wir unsere Türen aufmachen sollen. Lassen Sie uns das singen, liebe Gemeinde. Erstes Lied, erster Vers. Macht hoch die Tür. Bereitet. Wunderbar. Dann können wir, während die das machen, mit unserem nächsten Lied anfangen. Ihr habt ein Liedblatt noch bekommen. Er kommt, heißt das Lied. Er kommt, er kommt.
Gemeinde statt einer Predigt, die an dieser Stelle jetzt eigentlich käme, haben wir beide uns gedacht, wir führen mal ein Gespräch. Ein Gespräch zum Thema Erwartungen, zum Thema Enttäuschungen und zum Thema Begeisterung. Denn Herr Dr. Lejeune ist ein, man kann fast sagen, weltweit bekannter Motivationstrainer. Der reist rum und berät Menschen, wie man die Begeisterung rüberbringt. Was sagt denn Ihnen der Palmsonntag, Herr Dr. Lejeune? Ja, erstmal, dass ich heute nicht der Palmesel geworden bin. Ich bin also sehr früh aufgestanden und habe mich sehr auf diesen wunderbaren Gottesdienst gefreut. Und ich denke, was Begeisterung ist, werden wir jetzt gleich mal erleben, denn wir machen jetzt mal Applaus, weil Sie das ganz toll machen. Ja, das mache natürlich nicht nur ich toll. Sie merken, so ein Gottesdienst bei uns ist von einem großen Team vorbereitet. Vielleicht ist das schon eins der Geheimnisse, dass Begeisterung rüberspringt, wenn man gemeinsam Dinge angeht. Was raten Sie da Firmen? Ja, also erstmal ist es so, Begeisterung entsteht immer dann, wenn man authentisch ist. Wenn man also auch ein Ziel hat und sagt, auf das Ziel gehe ich zu. Ja, also zum Beispiel wie hier eine volle Kirche. Ja, das ist ja etwas Besonderes. Die Leute kommen offensichtlich zu Ihnen und zu Ihrem Team, weil sie eben sagen, da bekomme ich was mit. Da bekomme ich einfach etwas fürs Herz. Und Begeisterung ist etwas, was unglaublich ansteckend ist. Also wesentlich ansteckender wie die Hongkong-Grippe. Sie steckt an, wenn es wirklich ehrlich ist. Ja? Und darum, glaube ich, ist Begeisterung eine der wichtigsten Dinge im Leben, so wie unser junger Mann da oben, der 11 Jahre ist und die Orgel spielt, das begeistert mich. Ja, das begeistert mich auch. Ja. Florian, jetzt musst du aber schon mal dich zeigen. Der Applaus war für dich. Das begeistert. Ja? Aber ich glaube, Begeisterung braucht es auch, um aus Tiefen herauszukommen. Ja? Also wenn man einfach krank wird oder wenn man einfach sagt, ich brauche Hoffnung, ja, dann ist die Begeisterung einfach der richtige Bereich. Die Menschen damals in Jerusalem haben ja Jesus Christus begeistert empfangen, vielleicht weil sie an so einem Tiefpunkt waren. Die waren geknechtet von den Römern, die mussten übertriebene Steuern zahlen, die waren zwischen allen Mächten hin und her gerissen und sie haben sich erwartet, wir haben es gehört, dass der Messias Friede bringt, dass er endlich ein Reich schafft, in dem sozusagen die Wölfe und die Lämmer beieinander liegen können. Wir wissen ganz so, wie die Erwartung war, ist es dann doch nicht geworden. Dieser Christus ist einen anderen, einen ganz schweren Weg gegangen. Das gibt es ja auch, dass man begeistert sich zuerst öffnet für was und dann doch sagt, Mensch, jetzt ist es ganz anders gekommen. Ja, aber wobei Christus natürlich mit dem, dass er am Kreuz für uns gestorben ist, ist er wieder auferstanden. Und er hat eben einfach diesen schweren Weg, ist er gegangen, um auch zu zeigen, ja, dass man eben manchmal schwere Wege gehen muss, um etwas zu bewegen. Und ich denke, in der heutigen Zeit braucht es halt auch solche Menschen, die wieder die Werte zurückholen, die Tugenden. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir leiden unter einem großen Werteverlust. Und diese Werte wieder reinzuholen, das ist ja auch das, was Sie, Frau Pfarrer, wunderbar machen. Sie arbeiten ja auch nicht von 8 bis 5 Uhr, sondern sind begeistert, um ihre Gemeinde wirklich, um der Gemeinde was zu geben und vor allen Dingen auch diese herrliche Kirche, dass da wieder was entsteht. Das ist momentan auch etwas, wo sie sich begeistern, wo aber eben das Geld fehlt. Und darum ist es auch wichtig, dass wenn Sie rausgehen und einfach mal sagen, vielleicht können Sie auch helfen, ja, dass wir eben hier diese Kirche in einen Zustand versetzen, wo mal dann wieder Brautpaare da durchkommen, ja, der rote Teppich, und hier hochkommen. Und es ist ja alles, es ist ja fertig, ja. Es muss jetzt nur gemacht werden. Und das ist auch Begeisterung. Das machen Sie so fantastisch vor. Und da sind Sie nicht alleine. Wissen Sie, unser Kirchenvorstand, der stellt sich immer wieder die Frage, wie können wir heute angemessen in unserer Zeit, an unserem Ort, Christus auch in unserer Kirche empfangen? Wir meinen, eine vollkommen ökologisch nicht mehr vertretbare Heizung und dieses, ja, wie Sie jetzt eben sitzen, wie im Kino, alle so zusammen, das ist nicht mehr zeitgemäß, das ist nicht mehr die Art, wie wir heute Gottesdienst feiern, mit viel Beteiligung, mit viel Menschen, die dabei sind. Und deshalb wollen wir diese Kirche umgestalten und Sie haben schon recht, das braucht schon noch einiges an Begeisterung und an Motivation auch für uns. Darum freuen wir uns auch so, dass Sie heute da sind und da
ein bisschen mithelfen. Ja, und wir haben auch unseren Chefredakteur begeistert, dass wir heute auch drehen können und dass dann das Ganze am Karsamstag um 20.15 Uhr gesendet wird, zu einer besten Sendezeit auf München TV. Und das ist auch etwas, wo man auch ein bisschen helfen kann, dass die Menschen das sehen. Ich danke. Liebe Gemeinde, trotz allem Wunsch nach genügend Geld, dass wir diese Kirche sanieren können. Ich glaube, wir müssen immer wieder auf Christus selber schauen. Der hat uns ja eigentlich in seinem Kommen nach Jerusalem auch gezeigt, dass sein Weg oft ein ganz anderer ist. Also so begeistert ihn die Menschen empfangen haben. Er wusste, was er Schweres vor sich hat. Und dass dieser Weg erst einmal ins ganz dunkle, tiefe Tal führen wird, bevor es von dort aus wieder Ostern werden kann. Und diese Bescheidenheit, die da auch drin steckt, dieses Wissen, der Weg ist kein leichter und trotzdem wird er an ein gutes Ziel führen, der ist vielleicht auch für manche Menschen von uns, die gerade schwere Dinge durchmachen oder denen es nicht so gut geht im Leben, immer wieder ein großer Hoffnungsweg. Natürlich, unsere Szene mit dem Handy vorher, die war getürkt, ich gebe es zu, es war mein Mann, der mich da kurz angerufen hat. Trotzdem, es kann ja sein, es kann ja jeden Tag sein, dass er uns nahe kommt, in einem besonderen Moment, in Augenblicken, wo wir es vielleicht gar nicht glauben, wo wir gar nicht damit rechnen. Es gibt solche Zeichen des Himmels und wenn wir unser Herz aufmachen, dann werden wir die bestimmt auch immer wieder kriegen. So erlebe ich jedenfalls. Ja. Und ich glaube, der liebe Gott braucht kein Handy, denn er kann uns im Herzen erreichen und das ist immer etwas, was zwar drahtlos ist, aber man spürt es und man spürt es auch hier in diesem Gottesdienst, dass da was ganz Besonderes stattfindet und ich glaube, Sie haben es geschafft, die Herzen zu öffnen. Und ich glaube, man nimmt jeder auf seine Art und Weise etwas mit nach Hause, wo man sagt, das war was ganz Besonderes. Und wann kann man schon Gott empfangen? In Tutzing am Starnberger See. Das ist so ein schönes Schlusswort. Da können wir jetzt nur beide sagen. Amen. Amen. Dankeschön. Danke sehr. Herr Mackensen, wir stehen jetzt vor Ihrer Kirchenbank. Das scheint mir eine sehr sichere Bank zu sein. Das ist eine ganz sichere Bank. Unter der Bank haben wir eine Geldkassette sicher verschließbar montiert. Auch so, dass man die Schrauben nicht von oben abnehmen kann. Es wird jederzeit geleert, also häufig. Und wir hoffen, dass auf diese Weise die Lücke, die Sie da sehen, auf dem Eurometer, ja, und die noch bedrohlich groß ist. Wo stehen Sie denn gerade? Wir sehen etwa bei diesen 418.000, vielleicht inzwischen ein paar mehr. Ja. Aber wir müssen mindestens bis dahin kommen. Ja. Und wenn man merkt, weiß, dass die Bauzeit noch vor uns ist und ein ganzes Jahr dauern wird, hat man so etwa 10% noch mal Sicherheit dazugenommen. Aber Sie hatten zuerst so einen schönen Spruch vorgelesen von einem Pfarrer. Wie hieß der gleich wieder? Das ist der katholische Pfarrer hier, der St. Josefskirche, ja, in Tutzing. Ja. Der heißt, geben Sie doppelt so viel, wie Sie eigentlich wollten, ja, dann ist es immer erst die Hälfte von dem, was Sie könnten. Genau. Das ist wunderbar. Das wünschen wir Ihnen. Ja, vielen Dank. Danke mir. Ja, liebe Zuschauer, das war der Gottesdienst hier aus der Christuskirche in Tutzing. Und ich wünsche Ihnen ein ganz frohes Osterfest. Und ja, ich denke, es war etwas Schönes zu erleben, wenn Christus in einer Kirche ankommt. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dahin noch einen schönen Tag. Gute Unterhaltung bei Löschen präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.